Ho, ho, ho! Weihnachten 2021. Viele von euch bekommen ein neues Phone, ob nun Ultra 5G oder das 21 5G. Und ihr arbeitet halt damit. Es geht an, sieht gut aus. Wir haben heute Dezember. Wir haben Dezember und wir feiern Weihnachten. Der Weihnachtsbaum ist geschmückt. Ho, ho, ho! So. Heute mache ich mal ein Video, weil dieses Video, das ich heute mache, hat ja einen Sinn und hat ja auch einen Grund. Ich gucke mal, ob ich was finde, um da was zu machen. So, hier ist alles Mögliche drauf. Aber was ich euch gerne hätte gezeigt, habe ich jetzt nicht so schnell gefunden. Also beschäftige ich mich später. Ich wollte euch an sich TikTok. Wir können über TikTok reden. Ich weiß jetzt nicht, wo ich es habe. Weil, wie gesagt, ho, 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 ist ja funkelnagelneu. Und dieses nicht. Für mich ja, aber für euch nicht. Ihr habt sowas ja alles, ihr habt ja in allen Variationen, also ich habe genug für uns, genug Computer. Ja, also wie gesagt, das ist ein neues, ich gucke mal, ob ich das irgendwie finde, keine Ahnung, wo ich das TikTok gelassen habe. Ihr merkt, ich wollte euch irgendetwas zeigen, aber muss nicht sein. Ja, Weihnachten, Ladies and Gentlemen. Ihr feiert Weihnachten. So. Ich hoffe, ihr feiert Weihnachten und ich hoffe, ihr habt den Spirit von Weihnachten. Und ihr versteht jetzt, was ich hier betreibe, was ich jetzt hier mache. So. Vor 30 Jahren fing World Wide Web an. Dieses World Wide Web ist jetzt 32 Jahre alt, geht jetzt ins 33. Jahr, wo wir World Wide Web haben. So. Wir machen Web-TV, wir sind selber Ultra-HD Web-TV, wir machen es täglich, wir zeichnen auf, überspielen und so weiter. Aber jetzt sind wir ja im Jahre 2021 zu Weihnachten und zum ersten Mal sind persönliche Rechte irgendwie nicht mehr wichtig. Eure persönlichen Rechte, die habt ihr. Jeder Einzelne von euch, der jetzt als Zuschauer hier sitzt, zuschaut und richtet euch immer auf einem Phone, oder Fernseher oder hier auf dem großen Leinwand, die ihr jetzt nicht sehen könnt, aber ich sehe sie. Ich komme nicht mehr auf den Film. Das ist mein Aufhänger. James Bond war ich einmal, ihr sicherlich auch, habt ihr sicherlich vergessen, auf Silvester um 0 Uhr 00 und 7 Minuten. Ja, 0 Uhr und 07 Minuten war, also 007, wart ihr im Kino, jedenfalls meiner einer war es und sah James Bond. Das war einmal. Ist etwas länger her. Deswegen steige ich heute so ein. Also ich habe wunderschöne Weihnachten erlebt. Über 60 Mal. Ich habe über 60 Mal wunderschönen Silvester erlebt mit vielen Menschen. Ich war ja auch mal jung. Und jetzt, wo wir älter sind, nicht. Ihr seht, ich bin allein. Bin verbunden mit der Elektronik. Und da steige ich jetzt weiter ein. Wir leben in einem Jahr Cyber. Und Herr Schäuble sprach vom Cyberkrieg. Vom Cyberwar. So, ihr vergesst das alles. Das ist alles so minutiös vorbereitet, was jetzt hier abläuft. Jetzt nennt man das Kind beim Namen Corona. Jetzt ist man bei, was weiß ich nicht. Ich kann das alles gar nicht mehr erzählen, wo wir angeblich an Viren sind. Aber egal. Das Problem ist, seid ihr selbst. Ihr seid selbst das Problem. Ihr glaubt alles. Ihr glaubt, was die euch erzählen. Das sind Menschen, keine Übermenschen. Das sind Menschen, die zwar ein bisschen mehr Geld haben, wie ihr jetzt hier sitzt und zuschaut, ja? Aber die gehen halt da einkaufen, wo kein Lockdown, ja? Sie sind im Reichtum. Politiker sind Schmarotzer, sie schmarotzen euer Geld. Ihr alle arbeitet, ja? Ihr seid Helden vor der Kamera, ihr seid Helden des Alltags, ihr chauffiert euch gegenseitig rum, ihr seid verbunden. Ihr seid verbunden mit euch selbst, die nicht. Die leben in einer komplett anderen Blase, sind aber selbst angestellt. So, dass wir Corona haben, ist ganz klar. Bei den Geldern, die fließen, haben wir alles Mögliche. Ja? Und ich habe mich also beschäftigt, tagtäglich damit. Und ich war ja auch live dabei und ich habe auch live gezeigt. Ich war ja Patient, ja. Ich bin ja froh, dass ich zwar ein Patient war, aber nichts hatte, aber ich spielte Patient, weil alle an mir sozusagen
an den Patienten arbeiten konnten. In Kluft, in Tarnanzügen und was weiß ich nicht alles. War schon hin und wieder peinlich, dass ich da in irgendwelchen, was weiß ich, eingetütet, ich musste, durfte keine Hand, durfte raus, nix. Also war schon hochgradig interessant. Was ich nicht so interessant fand, ist, dass ich dreimal getötet wurde. Das nennt man Nanotod. Da wird das Herz runtergefahren und aufgezeichnet, damit die Studenten nachher was zu arbeiten haben. Ich habe mein Blut vielen Studenten gegeben, ja, die damit arbeiten konnten. Ich fand es hochgradig interessant. Ich bin Claudia sowieso, Schwester sowieso und komme aus der Kinderabteilung. Also die Kinderabteilung hat mein Blut da, dann Erwachsenen, wie sie alle geheißen haben. Ist kein Scherz, ich kann es euch beweisen, das ist die Uniklinik der Stadt Essen, wo auch Ariane Raspe als Schauspielerin ehemalig Stromberg, die Serie, dort tätig ist. So. Die Universitätsklinik Stadt Essen könnt ihr auch bei Facebook, braucht ihr nur eingeben, dann schaut ihr euch das mal an. So, die Uni, also wichtig ist diese Videobotschaft zu Weihnachten 2021, dass alle jetzt endlich das hier verstanden haben. Ja? Nicht nur, dass sie sich gegenseitig vollpiepen, gegenseitig, früher nannte man das SMS, heute nennt man das WhatsApp. Ja? Wir haben also mit SMS gearbeitet. Ich kann euch irgendwann mal alle die Telefone euch zeigen. Leider kann ich euch das erste Funktelefon nicht zeigen, das habe ich leider nicht mehr. Das war ein sogenanntes C-Netz. Bin also sehr gerne von zu Hause aus zu einer Brücke gegangen, um nicht runter zu springen, sondern weil die Brücke ganz viele Züge fuhren und ich dann da die Züge zugeschaut habe. Ich habe dann das C-Netz benutzt, habe meine Eltern angerufen, habe, wie geht's euch denn? Ich komme gleich mal vorbei, bin dann mit meinem C-Netz zu meinem Auto und bin mit meinem Auto und C-Netz halt zu den Eltern gefahren. So, dann hatte ich also auch noch so ein neues, also das erste Mobilfunknetz, dann hatte ich auch das erste Home-Funknetz, ja. Hat wunderbar geklappt, auch fast 1000 Meter konnte ich von Haus, also von meinem Haus weg und konnte dann telefonieren. Und ich habe so vieles erlebt, ich war auch im Sauerland. Da musste ich leider, weil in meinem Haus hatte ich kaum Empfang mit den neuartigen Geräten der damaligen Zeit, das war Nokia, musste ich raus vom Haus, eben kurz über die Straße, Richtung einer Laterne. Und da war irgendwie das Funk, also da konnte ich funken, da konnte ich mich unterhalten. Im Sauerland war das nicht so einfach, ja, aber es hat Spaß gemacht. Also ich habe genügend Elektronik, weil Elektronik ist halt mein Leben. Seit über 60 Jahren. Ist halt so. Das Leben ist nicht mehr so lustig. Ich meine, ich habe heute noch mit den anderen Kolleginnen und Kollegen, alles ehemalige, alles Geschäftsleute, Restaurantbesitzer, also wir sind Besitzer. Ja? Wir besitzen etwas und damit arbeiten wir. Und ja, wenn man ein gewisses Alter hat, kann man sich zurücklehnen. Ein Kollege legt sich zurück, fährt seine Oldtimer, genießt sein Haus, genießt seine Kinder. Ja, selber aber hat er Krebs. So, über Krebs redet leider keiner. Und ich habe sehr viele, meine Kolleginnen und Kollegen meines Lebens sozusagen, auch Freunde, gute an Krebs verloren. So, Krebs ist für mich die tödlichste Gefahr überhaupt, weil Krebs kann man nicht. Patrick Swayze hat seinen Tod gefeiert. Er war nicht tot, aber er hat seinen Tod gefeiert. Er wusste ja, dass er sterben wird. Der Herr Westerwelle hat vor seinem Tod auch noch gefeiert, hat vor seinem Tod auch allen Leuten noch erklärt im Jahre 2011 und danach war er auch verstorben. So, ihr vergesst da sehr viel, deswegen den Spirit zu Weihnachten. Ich hoffe, dass ihr mal in euch geht. Ich habe so viele Menschen mittlerweile, die regelmäßig, ich bin schon dreimal, ich bin schon viermal geboostet, ich bin geboostert. Ja? So, ich habe einen sehr guten Kunden, den ich schon seit 12 Jahren habe. Und es hat mich natürlich sehr gefreut, dass er mit 60 einen Job bekommen hat. Er war also eine sehr lange Zeit arbeitslos. So, jetzt ist er 62 Jahre alt geworden, vor 3 Tagen. War auch stolz wie Oscar, dass er geboostert wurde. Also er hat 4 Impfungen schon, 3 solche, dann den Booster hat er jetzt. Nur heute kam er, das fand ich nicht so gut, war er kreidebleich. Sein Arm war ganz dick, der hing dann so. Er sagte, ja, ich habe einen Krankenschein bekommen. Ah, alles klar. Also, ne? Also er ist mutig.
aber in Wirklichkeit sah ich seine Angst. Ja? Ich habe gesagt, ich bin nächste Woche auch für euch da, nur Heiligabend lohnt sich nicht, Silvester lohnt sich das auch nicht, könnte zwar öffnen, so Quatsch, ich feiere kein englisches oder amerikanisches Weihnachten, bin Tradition hier in Deutschland, also traditionell deutsches Weihnachten. Ich will hoffen, dass ich nicht schon wieder Kartoffelsalat und Würstchen bekomme. Ich hoffe, dass ich irgendwas anderes bekomme, weil, na, kann ich mir ja jeden Tag essen. Auch, wie gesagt, Silvester muss nicht unbedingt Rolldrops sein oder irgendwas, was weiß ich. So Tradition muss es nicht sein. So, Weihnachten ist Weinen in der Nacht mittlerweile zum zweiten Mal. Und leider werden wir belogen. Wir werden wirklich tatsächlich belogen. Ich weiß, ihr mögt es nicht. Weil diese Lüge, die man euch verkauft, ist ja so hochgradig interessant, weil mein Phone hat mir das ja gesagt. Mein Phone hat mir das gesagt. Mein TikTok hat mir das gesagt. Mein Google hat mir das gesagt. Mein Facebook hat das gesagt. Meine Freundin, da ist es ja. Tada! TikTok! Seht ihr? Ja, bei TikTok, da sieht man Fahrzeuge, da geht die Post ab, ne? Ja. Klick, klick, klack, klack. Das ist ja wohl Reichtum, ne? Ja, da laufen sie dann weg, ne? Ja, ne? Ja. Musik könnt ihr sehen. So, Achtung. Ich wünsche euch total recht herzlich. Sogar mich könnt ihr sehen, ne? 21. Im Jahre 2020, da ging es nicht so, da durfte man dies nicht, jenes nicht. So. Verpasst auf keinen Fall das Beste aus 2021 bei TikTok. Mach einen Tag auf TikTok 2021 mit und stell Fragen an deine LieblingscreatorInnen, FreundInnen und unsere... So. Stelle Fragen an deinen Lieblingsinterpreter. Ah. Warum ich dieses Video mache, möchte ich sagen. Ich kenne also sehr viele TikToker und ich kenne sehr viele Schauspieler, ja? Ich werde sicherlich auch einige Schauspieler engagieren. Ich werde auch sicherlich einige Schauspieler mal verpflichten. Ja, aber für mich dann Werbung zu machen, für mein Ultra HD Web TV, muss ich mal schauen. Die Jungs und Mädels kosten Geld, aber egal. Ich werde auch meine Studios wieder umbauen, dass man da richtig tatsächlich wieder arbeiten kann, so wie in den alten Tagen. So, ich werde mich natürlich von sehr vielen trennen. Weil ich ja mittlerweile festgestellt habe, dass das so Mitläufer sind für nichts und wieder nichts. Ja? Man kann natürlich hergehen, dieses dieses Geräusch, wenn ihr euch fragt, was ist das, weil dieses ist eine 7.1 Kamera, die nimmt also ziemlich viel auf. Ich habe hier einen Beamer laufen, ich bin hier wie gesagt im Kino, in meinem Kino. Ich brauche das große Kino nicht. So ist das nun mal. So, wie gesagt, ich gehe mein Leben nach und ich liebe meine Familie, ich liebe meine Freunde. Freunde kann man lieben, man muss sie aber nicht um sich haben. Jetzt zum Beispiel bin ich einen ganzen Monat ohne Freunde, weil wir Weihnachten haben. Und die Freunde haben natürlich ihr Alter, sind Ü50, Ü60, Ü70. Und diese Art von Freunde machen so ein Zinnober nicht mehr wie Ü10, 20, 30, 40. Alles was Ü10 bis 40 sind Celebrations vorm Herrn, ihr sitzt da und macht da. Und ihr missachtet Ü50, 60, 70. Mittlerweile missachtet ihr das Alter. Aber denkt dran, auch ihr werdet alt sein. Ich hoffe, ihr werdet genauso eine wunderschöne Zeit gehabt haben, wie wir, Ü50, 60, 70 und 80. Ja? Also wir, Ü50, 60, wir haben ja mit Sir Berners-Lee zusammengearbeitet. Sir Berners-Lee hat uns, wie gesagt, das World Wide Web 1989, wir haben vorher BTX und alles, den C64, den Atari 1045 und so weiter. Dann den 386, den auch ganz toll, Microsoft-Chef damals, Bill Gates, und das Höchste an der Stufe 386. Na, also, ihr vergesst das alles. So, ihr habt heute dieses Spielzeug. In groß, klein. Könnte ich euch alle vorstellen, werde ich auch sicherlich irgendwann mal machen. Ich werde euch irgendwann, nur ich werde keine Produktvideos machen, weil ich ja mein Alter habe. So, ich muss halt mein Alter zelebrieren, 50, 60, 70, 80, kommt nun mal, ist nun mal da und ich bin out. Ich bin nicht mehr in, ihr mögt unser Eins nicht mehr. Ich weiß nicht, ob ihr eure Großeltern wirklich noch so sehr liebt,
wie ich sie geliebt habe. Ich, wie gesagt, ich komme aus der Analogiezeit, bin jetzt in der Digitalzeit und ich hoffe, dass ich ab 2025 auch in der echten Rentnerzeit weitermachen kann. Ich will hoffen, dass ich in der echten Rentnerzeit 2025 aufwärts, sagen wir mal bis 2045, auch wirklich tatsächlich dabei sein darf. Nur bei 2045 werde ich natürlich etwas sehr alt sein. Dennoch werde ich weiterhin das machen, was ich jetzt mache, weil ich das gerne mache. Ich kenne, wie gesagt, sehr viele Kolleginnen und Kollegen, die nicht nur piepen wie die Weltmeister, sondern Restaurants haben oder hatten, Werkstätten hatten. Also wie gesagt, sie hatten das bis zum hohen Alter. Sie sind also 10 bis 20 Jahre älter wie ich. Deswegen kann ich mit denen jetzt gar nicht mehr, weil sie kannten diese elektronische Welt nicht. Sie haben sich für diese elektronische Welt niemals für interessiert. Ich war immer alleine mit meiner World of und dann World Wide Web. So, Sir Berners-Lee, der heißt jetzt Sir Berners-Lee, also Timothy. Der Lee hat das HTLM und so weiter. Wir hatten ja noch CC+, wir hatten noch Assembler, wir hatten noch Tockensprache beim C64. Wir hatten noch Rob Hubbard, der die Musik, dann hatten wir verschiedene Strings, wo wir Tastaturen bedienen konnten. Alles, was wir an der Tastatur bedient haben, wurde aufgezeichnet auf einer Disk. Eine 5¼ Disk, eine große Papp-Disk. So, und nachher kam ja das nächste 3,5 Zoll Disk und dann kam der Amiga und dann, wie gesagt, ging es weiter. Ich werde mich, der erste P, also der erste Pentium, P4 und wie sie alle geheißen haben, also die ersten überhaupt, P90, das war er, vorher 886 und so weiter. Und ich weiß noch, wie Bill Gates den 386 so, wow, ne, 386, wow. Und jetzt haben wir, richtig, einige von euch haben ja schon einen Quantenrechner, der so um die 10.000 bis 12.000 kostet für zu Hause. So ein Einfach-Quantenrechner, aber der reicht schon, der rechnet also schon reichlich. Nur dafür gibt es halt noch nicht so viele Programme. Aber wie gesagt, einige. War ja bei uns damals genauso. Wir haben uns dann immer gegenseitig, ich habe einen so und so viel Nadeldrucker. Ich habe so ein viel, oh, ich habe den neuesten Nadeldrucker. Ich habe einen A3 Nadeldruck. Ja? Oh, ich habe jetzt einen Laserdrucker. Oh, ich habe einen Scanner mit SCART-Anschluss. Ja? Und also, liegt alles noch rum. Habe ich wirklich, ich habe einen riesen Scanner, wirklich einen A3 Scanner, noch mit einem SCART-Anschluss. Ich weiß gar nicht, ob es solche Platinen noch gibt, wenn ich da auch einen SCART anschließen könnte. Ich bin ja froh, dass ich jetzt eine sogenannte USB-Technik habe. USB, klack, klack, fertig. So, da bin ich also auch schon beim Ende. Wisst ihr, ihr habt alles. Wisst ihr, ihr könnt alles. Ja? Ihr seid Models, ihr seid TikToker, ihr seid Snapchatter, ihr seid Facebooker, ihr seid YouTuber and so on. Ja? Aber ihr seid sehr jung. Ihr seid sehr jung und ihr werdet verführt. Ihr werdet reingelegt von ARD, ZDF. ARD, ZDF hat eine Rubrik bei YouTube und das ist Funk, groß geschrieben. F-U-N-K, Funk. Dort sind 50 Firmen unter dem Kontrakt von ARD, ZDF und sie müllen euch voll. Sie müllen euch voll. Ihr habt da Leute, die ihr mögt und so. Ihr hinterfragt ja nicht. So, dieses Video merkt ihr, dass es von einer Privatperson vollzogen wurde. Gut, diese Privatperson hat es halt mit und trägt es seit über 60 Jahren mit und arbeitet auch. Das ist da eine sogenannte 4K-Cam ist auch okay. Ja, das ist eine 4K-Cam, womit ich jetzt arbeite. Ihr habt aber auch vielleicht schon gemerkt, dass ich jetzt eine andere Lichtsequenz habe. Ja, weil ich den Strahler gerade ausgemacht habe. Die andere hat es bemerkt, wie ich angefangen habe, war eine etwas höhere Lichtintensivität. Das ist es halt anders. Und somit kommen wir ja dahin, wo ich hin möchte, um euch zu sagen, frohe Weihnachten 2021, kommt bitte zu euch. Ich wünsche wirklich von ganzem Herzen, dass der Spirit, der weihnachtliche Spirit, über diese Herrschaften kommt, dass sie wach werden. Ihr wisst schon, ich nenne keinen Namen, aber ich bin wirklich dran, Lucifer, hey Lucifer, nimm und hol sie dir, läute sie, weil ich mag den Film Lucifer,
Habt ihr gesehen vielleicht, bei erst zuerst bei Netflix, nachher bei Amazon. Das ist eine tolle Serie, kann ich euch empfehlen. Aber wenn es diesen Lucifer gäbe, wenn es den Weihnachtsmann gäbe, wenn es das Christkind gäbe, es gibt's wirklich, aber nur im Spirit. Ja, im Spirit gibt es das. Lasst euch bitte den Spirit nicht nehmen. Warum ich überhaupt dieses Video gemacht habe, ist ganz klar. Ich habe dieses Video deswegen gemacht, in Gedenken aller, die verstorben sind, die an Krebs verstorben sind. An alle meine Freunde, die dieses Video sehen, ihr seid an Krebs erkrankt. Und ich hoffe, es geht euch gut. So, Krebs ist der wahre Tod. Nichts anderes. Alles andere ist eine Illusion. Und eine Chemotherapie und das alles. Ihr müsst mal in euch gehen. Ihr lasst euch pieksen wie die Weltmeister. Keine Ahnung. Also die Pandemie 68, 69. Die koreanische Grippe. Die wirklich die Menschen richtig 50 Millionen Mal verstorben. An dieser koreanischen Grippe 68, 69. Kein Mensch interessiert sich dafür. Ihr seid so in eurem Telefonwahn. Ihr seid in eurem sogenannten TikTok-Wahn. Ihr seid in der ganzen App. Ich kann euch alle Apps zeigen. In meinem nächsten Video werde ich euch alle Apps zeigen. Ich unterhalte mich auch mit Herrn Gysi. Ich unterhalte mich auch mit die Ärzte für Aufklärung. Ja? Ist so. Die anderen, forget it. Brauche ich jetzt nicht erwähnen, aber Herr Gysi schätze ich sehr. Ich unterhalte mich natürlich auch mit meinem Bürgermeister. Das ist schließlich auch ein Kunde von mir. Ich unterhalte mich mit allen Anwälten, Staatsanwälten, Bundespolizei, normale Polizei, Ordnungsamt, wie die alle heißen, weil sie meine Kunden sind. Ja? So. Weil der Datenhighway, den wir haben, braucht jeder. Er braucht Passbilder, Bewerbungsbilder, er braucht eine Sequenz, er braucht ein Image. Hallo, das ist unsere Welt. Unsere Welt ist an sich zugehörig zur vierten Macht. Aber die vierte Macht gehört jetzt auch gewissen Parasiten der politischen Macht, die keine Macht haben, aber Macht haben wollen. Ihr könnt nicht weiterhin zusehen, wie diese Leute euren persönliches Recht, euer Persönlichkeitsrecht euch wegnehmen. Jeder Einzelne von euch hat das Persönlichkeitsrecht. Bitte lasst es euch nicht stehlen. Steht zu dem, was ihr macht. Steht zu dem, wie ihr euer Leben leben möchtet. Steht bitte dazu. Einfach ist es nicht. Wir Unternehmer haben kein einfaches Leben. Wir Unternehmer haben nur Ärger. Nur Ärger. Und der letzte Satz ist, weil jeder damit zu kämpfen hat, ob alt, jung und so weiter. Das Finanzamt kennt kein Corona. Das Finanzamt kennt auch keinen Krebs. Das Finanzamt will dein Bestes, dein Geld. Besonders an alle Selbstständigen, an alle Unternehmer, richtige Unternehmer. So, ich rede vom einfachen, untersten Mittelstand, die Einzelkämpfer sind, die vielleicht ein paar Leute haben, die für sie arbeiten. Ja? So, wir ernähren Menschen, wir dienen Menschen, ja? Und selbst bekommen wir nichts. Das ist halt so. Ihr vertut euch. Ihr seid immer der Meinung, dass Menschen, die Firmen haben, reich sind, super reich sind. Nein. Sie haben viel Verantwortung. Sie tragen auch viel Verantwortung. Und durch das hohe Maß an Verantwortung haben sie einen ganz anderen Lebensstil. Ja, das. So, und ihr meint immer, weil ihr ja immer nur diese Schreckensgesichter hier seht. Ihr seht ja immer die Typen, die hier an euch einen erzählen. Ne? So, das hier ist nicht das wahre Leben. Das wahre Leben ist derjenige, der in eurem Geschäft ist und für euch da ist. Da, wo ihr eure Sachen kauft. Das ist der wahre Held. Und nicht der Held hier im Telefon. Aber egal. Ihr wollt es so, ihr bekommt es so. Und ich hoffe, der Geist der Weihnacht erscheint. Der Geist der Weihnacht erscheint, Punkt 0 Uhr. Und die Geister, die gerufen werden, werden über euch kommen und werden über euch richten und euch mal läutern und euch zeigen, was wirklich tatsächlich schief läuft. Vielleicht werdet ihr dann im Jahre 2022 endlich wach. Das ist nur ein Wunsch, mehr nicht. Das ist kein Versprechen.